Tisch. Elephant Games. Oh nein, oh nein! Oh mein Gott! Ein Mord. Blut, Scherben. Grimtails, zu Unrecht verdächtigt. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Runde Grimtails. Wir spielen heute Grimtails 8, zu Unrecht verdächtigt. Man hat es gerade gesehen und unser Name ist Spieler. Opfer? Wir sind ja zu Unrecht verdächtigt. Ich weiß es gar nicht. Wie nennen wir uns denn heute mal? Ich will nicht mal Klaus sagen. Okay. Guck mal, da unten steht okay. Jetzt habe ich da oben reingeschrieben. Okay. Ich bin okay, du bist okay, wir sind alle okay. So. Und der neue Teil. Ich habe ehrlich gesagt hier... Ein Polizist spielt mit. Alter, der sieht aus... Das sieht ja aus wie Hank Tucker. Hier ist noch ein weißhaariger Mann. Hier links. Und... Der sieht aus wie Hank Tucker, guck mal. Hier. Ist nicht wahr. Boah, voll geil. Hier wird gerade immer noch, hier wird getanzt gerade. Mit dem Schraubenzieher in der Hand. So, und ich quatsch mal nicht lange, sondern wir legen sofort los mit Grimtails 8. Zu Unrecht verdächtigt im Live-Let's Play. Spielen. Also. Ah, die Frage ist natürlich, spielen wir einfach, normal oder schwierig? Ich würde sagen, für neue oder gelegentliche Spieler, nein. Wir sind eigentlich normale Spieler, für erfahrene Spieler, die Hindernisse ohne Hilfe überwinden möchten. Das sind wir. Die Tippschaltfläche lädt langsam auf und es gibt keinen Hinweis glitzern. Ich denke, das ist okay. Gerade bei den Minispielen. Minispiele lassen sich nicht lösen. Und gerade die Minispiele lassen sich sehr... Da ist man sehr Ich lese gerade im Chat sehr oft das Wort schwierig. Sehr oft das Wort schwierig, aber auch sehr oft das Wort normal. Es gibt keine Tipps. Minispiele lassen sich nicht lösen. Scheiße. Ihr seid schuld. Ich wasche meine Hände in Unschuld und im Blut kleiner Kinder. So, warte. Lädt. Ladebildschirm. Wo bin ich? Was ist passiert? Oh nein, der Tisch, der war wertvoll. Schnell, muss Polizei. Sergeant, auf. It's Miss Gray. I've just discovered a dead man in my house. Can you send a squad car? I feel... Seems pretty open and shut to me. She must have caught him in the act. Yeah, he attacks, but she gets the upper hand and stabs him. I called an ambulance for her. Looks like a concussion to me. Oh, wer sind die Dame? Heute, 9. Juli, 15.40 Uhr. Neue Aufgabe. Frage Jackie, was geschehen ist. Wer Jackie nicht mehr kennt, Jackie wie Hosi? Die Dame sieht das ein bisschen anders aus. Und sie trägt einen Anzug. Ich hasse Leute, die Anzug tragen. Es widert mich einfach an. Es ist total ekelhaft. Hallo. Guten Abend. Was sind da für Zettel bei mir hinterm Kopf? Ach, Menü. Na, ist ja nicht so wichtig. Da werde ich ab und zu mal hier mit dem... Kann ich da... Geh mal. Maus. Geh mal weg. So, jedenfalls, ja. Jackie wird gespielt von Jessica Alba. Man sieht es bereits. Und wir fragen einfach mal, das habe ich mir gerade selber ausgedacht, wir fragen einfach mal, was hier wohl geschehen ist. Aunt Gray, thank goodness you're awake. How are you? Ich bin nicht Tante Anna, ich bin Lord Grey Grey. Aber Jackie, warum bin ich im Krankenhaus? Mein Kopf, er brummelt so. You were found unconscious in your home, next to Howard Kelly. The police think you killed him. Was? Howard wer? Howard Kelly, Mrs. Wheelock? Wer ist das denn? Warum kann ich mich nicht an ihn erinnern? You have a concussion, but the amnesia is just temporary. At least you remember who you are, and me, your niece, too. Ja, ich weiß genau, dass ich Lord Grey Grey bin.
ich muss nochmal ganz kurz erwähnen, natürlich spielen wir immer die Tante, aber, also im Spiel ist man eigentlich immer die Tante, wir aber spielen immer Lord Greygrey. Aus Tradition spielen wir Lord Greygrey, einfach weil er der Beste ist. Deswegen spielen wir das. Und noch ganz kurz, ich weiß, es wird wieder Kommentare geben, oh, Gronkh nimmt das Spiel nie so ernst. Natürlich nehme ich das Spiel nicht so ernst. Wir spielen das zum Spaß. Und nicht, weil wir gerade Agatha Christie gucken. So, wir haben eine Gehirnerschütterung, aber der Gedächtnisverlust ist nur vorübergehend, zum Glück. I got access to your case file. Maybe something here will spark a memory. Okay, wir können in die Phalakte gucken. In der Phalakte kriegen wir vielleicht ein paar Erinnerungen. Schauen wir mal. Die atmet so schön, da fühlt sich der ganze Anzug. Kann ich das auch so? Schöne Art. Huch, was war das denn? Das hat sich gerade bewegt. Chamäleon-Objekte. Auch die kennen wir noch aus den alten Grimtide-Zeilen. Und ich will unbedingt zu Hank Tucker. Da will ich unbedingt gleich mal hin. Ich frage mich, wer das wohl diesmal ist. Und wir nehmen mal ganz kurz die Akte. Der tägliche Nationalanzeiger ist schon wieder soweit. Berühmte Privatdetektivin, Hauptverdächtige beim Mord von Studenten. Phalakte. Anna Peter Greygrey. So, das Opfer ist Howard Kelly, Mrs. Wheelock, 24, College-Student und weiß. Geschätzter Todeszeitpunkt 22 bis 23 Uhr am 8. Juli, Todesursache Stichwunde im Rücken. Kann auch eine Mücke gewesen sein, so wie er aussieht. Ist das nicht Harry Potter? Anna Gray ist unsere Hauptverdächtige, keine anderen Spuren. Tatort Anna Grays Haus, Gray bei Leiche des Opfers gefunden, Mordwaffe Gartenschere. Okay, warte. Obwohl doch, eine Gartenschere kriegt man in den Rücken, aber ist, glaube ich, sehr unhandlich, weil die hat, glaube ich, so dicke Blätter, ne? Die ist ja, ganz vorne ist sie dünn, aber damit du mit deiner Gartenschere auch Zweige und sowas durchkriegst, ist die richtig dick an den Seiten. Das heißt, um die in den Rücken zu rammen, musst du halt richtig, bäm, so richtig Kraftaufwand, am besten noch mit dem Hammer in den Rücken reinhämmern. Kann ich hier noch die anderen... Das noch... Ah! The last thing I remember was gardening in my front yard. I heard something in the house, so I went inside and left the pruners in the hallway. Okay. Da fliegt mir gerade ein bisschen Herbstlaub in der Glatze. Wir gucken uns nochmal ganz kurz den Tatort hier an. Vielleicht können wir wieder in Fotos tauchen, wir erinnern uns. Info erneut. Was? Info. Setze das Foto wieder zusammen, indem du die Schnipsel richtig anordnest. Wähle nacheinander zwei Schnipsel aus, um sie zu vertauschen. Kommt mir bekannt vor? Vorläufiger Tatortbericht. Es gibt Hinweise darauf, dass Howard Kelly Mrs. Wheelock in das Haus einbrach, um es auszurauben. Anna Gray bemerkte den Eindringling und verteidigte sich gegen ihn, was in Kellys Tod resultierte. Okay. Ich bin noch nicht ganz sicher, das ist das ganze Foto hier. Dann müsste das hier... Hallo? Hä? Bin ich doof? Das passt ja nirgends rein. Ach, hier vielleicht. Nee. Doch, da passt es. Sieht aber komisch aus, weil die so hervorgehoben sind. Dann packe ich das mal dahin. Dann packe ich das mal... Ist ein bisschen ungewohnt hier gerade. Und da haben wir das Bild. Ach so. Gestern, 8. Juli, 5.15 Uhr. Aufgabe abgeschlossen. Frag Jackie, was geschehen ist. Neue Aufgabe. Suche in deinem Wohnzimmer nach Antworten. Und schon wieder steht er da rum. Also ganz kurz. Wir haben, das Verständnis halber, wir haben in unserer eigenen Wohnung Howard Kelly Miss Wheelock erlegt. Und sie ist aber hier eingebrochen. In unserem eigenen Haus ist sie eingebrochen und wir haben sie aus Notwehr erstochen. Ist das nicht legal in den USA? Kriegt da nicht jeder gleich eine Ladung Schrot in den Unterleib, der irgendwo einbricht? Ist das nicht so? It must be a few hours after the murder. The police have removed Howard's body. The police are searching my house, but only I know all of its secrets. Sometimes I forget to turn off my security camera after I get home. If I did last night too, it could have recorded the murder. Getting that security tape is my first priority. But I should search for other clues as well. As well.
Okay, ich muss an die Videokassette gelangen und auf ihr nach Beweisen suchen. Was war das denn für ein gruseliger Cop? Der folgt dem Maus? Warum folgt denn der Cop dem Mauspfeil? Der soll den Einbrechern folgen. Okay, hier haben wir... Bei Eingabe des falschen Codes werden alle Aufzeichnungen gelöscht. Nach jedem Öffnen der Kamera wird dem Besitzer ein neuer Code ausgestellt. Wenn wir... Also, angenommen, du hast eine Überwachungskamera zu Hause. Die soll dich schützen vor Einbrechern, die soll dich schützen vor allem anderen. Und du hast eine Überwachungskamera, die zeichnet alles auf. Ein Mord. Du wirst umgebracht. Du bist der Hausbesitzer, wirst umgebracht. Hast aber zum Glück eine Sicherheitskamera, die sich automatisch löscht, wenn man den Code falsch eingibt. Wie sicher ist das denn? Das ist sowas Doofes. Ich nehme mal eben diesen Familienring an mich, der komischerweise neben den Hirschkopf hängt. Hier ist noch eine 3. Ich habe eine Medaille zum Putzen herausgenommen. Weiß aber nicht mehr, wo ich sie liegen ließ, als ob der jemals putzt. Okay. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Gruselig. Für die Frau, die auch ohne Kristallkugel Dinge sehen kann. Da kriegen wir einfach eine Halterung von der Kristallkugel. Ohne Kristallkugel. Ist wahrscheinlich billiger auf dem Flohmarkt. Bestimmt ein super lieber Freund gewesen. Oh nein. Schreckliches Verbrechen. Bruder tötet Schwester wegen Erbe. Glückliche Rettung. Dies war der schwierigste Fall, an dem ich jemals mitgearbeitet habe. Mein Neffe James wurde des Mordes an seiner Schwester Elisabeth bezichtigt. Wir erinnern uns, das haben wir natürlich gelöst. Meine Schwester Luisa und ihr Ehemann Luisa. Das süßeste Pärchen, das ich kenne. Ich wünschte nur, ich könnte sie öfter besuchen. So, ich nehme das Klebeband mit. Hier haben wir noch irgendwie, da kommt noch irgendwas rein. Wir haben hier... Diese Schublade lässt sich mit Jackies Anhänger öffnen. Als sie klein war, bewahrte sie hierin ihre Zeichnungen auf. Bestimmt kann ich einen Griff für diese Schublade zusammenbasteln. Ich muss nur etwas auf den Nagel stecken. Hier ist wieder alles kaputt. Voll das tolle Haus, aber alles kaputt. Wo ist das Kätzchen? Es sollte nicht allzu weit von hier zu finden sein. Wir brauchen ein Kätzchen dafür. Als Souvenir. Die Kristallkugel ist sehr zerbrechlich. Aber welche Kristallkugel? Da ist doch gar keine Kristallkugel. Hashtag Aussparung. So. Diese Polizisten sind gute Ermittler, aber sie wissen nichts von meiner versteckten Kamera. Nur ich weiß davon. Und ich werde den Ermittlern noch nicht zeigen, was wirklich passiert ist. Da wäre der Spieler jetzt schon vorbei. So. Chamäleon-Objekte gerade noch aus dem Augenwinkel gesehen. Nehmen wir mit. Der Gerichtsmediziner hat Howards Leiche entfernt. Schade. Ja, sonst können wir hier irgendwas anklicken. Hier ist ein Wimmelbild. Aber natürlich ist das Wimmelbild hinter einer... Das Schloss ist unser Familienwappen. Na, da kann ich doch den Ring da reinstecken, oder? Okay, los geht's mit Wimmelbild Number One. Ach du Heilige. Okay, das ist anders. Stimmt, man kriegt ja, das hat man im letzten Grim Tales ja, glaube ich, auch, ne? Wenn ich mich zurück entsinne, hatten wir da auch nur diese, die Dinger. Hier diese, oh, eine Fliege, die fehlt mir heute tatsächlich. Die habe ich hier im Schrank vergessen, deswegen habe ich die jetzt nicht an. Das tut mir sehr leid. Ich guck mal ganz kurz, was fehlt denn noch? So kleine Stapelelefanten. Drei Elefanten. Wo ist der dritte Elefant? Kann ich hier irgendwas? Kann ich auch irgendwas beiseite machen? Hier ist der dritte Elefant. Hallo. Weg damit. So. Eine Fliege, das sind noch zwei Bärchen. Zwei Bärchen haben Härchen am Popärchen. Wo ist der andere? Da ist doch der andere Teddy. Zack. Hauen wir die mal weg gerade. Schachfigur unten links. Wir wimmeln heute wieder alle zusammen in einem Live-Let's Play, deswegen sehe ich gerade Schachfigur unten links. Aha! Bär ist hinterm Papierflieger, was mir nicht hilft, weil ich einen Papierflieger erstmal finden muss. Hier haben wir diesen komischen... Das hier ist der Dingenslöffel. Nachher zum Fixen, das ist der Fixerlöffel. Was ist das denn hier für ein... Hier ist die Fliege. Ah, der Fixerlöffel. Super, können wir auch mitnehmen. Und wir haben noch... Das habe ich schon gesehen, wir sind genau drüber. Eine Uhr, die habe ich auch schon gesehen. Das war's dann gleich. Und wir brauchen noch diesen Baseballschläger. Ein Fernglas.
Wo ist es für ein Glas? Die Fliege haben wir schon. Das hier ist das. Ist das das Ding hier? Das ist das Ding, okay. Ich war nicht sicher. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ob das ein Planet war oder... So. Hier, das ist das Fernglas, ne? Ja. Wimmelbild Number One. Gut gemacht. Das könnte nützlich sein. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ein Piratenhaken und eine Puderdose. Vielleicht gehen wir nachher noch zum Pirates of the Caribbean Cosplay Event. Hier ist noch Blut. Howards Leiche ist weg. Okay. Wir haben jetzt... Was? Ein Dietrich? Hä? Wo ist das andere Ding? Wo ist denn die Puderdose? Wir haben nur noch den... Wir haben nur noch... Den Dietrich. Okay. Dafür brauchen wir einen Griff. Hier, klebt das mal ab. Nichts ist passiert. Können wir den vielleicht fesseln und auch umbringen? Guck mal hier. Ah, scheiße. Ich schneide das Polizeiabsperrband nicht gerne durch. Und vor allen Dingen das Lustige ist... Polizeiabsperrband, ne? Polizeiabsperrband hast du, um einen Tatort abzuriegeln. So, das heißt, du riegelst den Ein- und Ausgang ab, aber warum die Treppe da hinten? Wieso darf man nicht nach oben gehen? Wieso nicht? So, jetzt müssen wir gucken. Da wir auf schwer spielen, müssen wir... Oh, das ist der schöne Tisch. Das muss wohl während eines Kampfes umgefallen sein. Was ist denn das hier? Das ist Brandons Andenkenkiste. Er wollte sie wegwerfen, aber ich, Lord Greygrey, habe sie behalten. Eine Briefkastenflagge, okay. Au. Ich kann diese Scherben nicht zum Zerschneiden des Absperrbands benutzen. Ihre Kanten sind viel zu scharf. Ich werde mich nach was anderem umsehen. Dann klebt die doch ab. Nein, natürlich geht das nicht. Und die Scherben sind zu scharf, deswegen kann er sie nicht zum Zerschneiden benutzen. Klaro. Etwas ist durch das Loch im Fußboden gefallen. Gute Güte. Ich muss wirklich dringend den Fußboden reparieren. So, wir müssen also dringend den Fußboden reparieren. Oder aufhebeln. Das geht nicht mit dem Dietrich. Kommen wir hier irgendwo raus? Kommen wir irgendwo anders hin? Nee, ne? Da wir auch schwer spielen, müssen wir selber zusammenklicken, wo wir überhaupt hingehen können. Danke dafür übrigens. Ich kann hier auch nicht raus. Wir können nicht mit dem Polizisten... Absperrband nicht gerne durchschneiden, das ist ganz toll. Und warum... Ach, wir sind hier am Foto. Stimmt, wir sind hier am Foto. Die leben hier alle gar nicht mehr. Die sind ja alle eingefroren. Ich erinnere mich. Das war bei den anderen Grimtales... Komisch, dass die Grimtales-Teile jetzt mehr so in Richtung Mord-Krimi-Auflösen gehen. Hat so ein bisschen was von Hausfrauen-Style. Ohne das Böse zu meinen. Natürlich, Hausfrauen sind sehr integere Personen. Ich möchte da nichts Falsches sagen. So. Ein Dietrich. Bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Den Code kriege ich hier nicht raus, wa? Was soll ich denn damit machen? Schreiben sie alle noch immer wieder gern. Gern geschehen. So. Entschuldigung. Okay. Polizisten, guter Ermittler. Ja, doch. Wo kann ich denn draufklicken? Scheiße. Die Schublade kriege ich nicht auf, ne? Hier brauche ich ein Eichelblatt. Den Dietrich mit der Schublade geht auch nicht. Hier fehlt ein Kätzchen. Hier fehlt eine Gesichtsbehandlung. Und hier brauchen wir einen Jackis Anhänger. Aber wo kriegen wir Jackis Anhänger her? Das weiß ich natürlich auch nicht. Wir haben momentan tatsächlich nur das hier. Können wir die Briefmarkenflagge da reinstecken? Nein. Den Tisch können wir auch nicht wegräumen. Mit dem Dietrich kommen wir nicht rein, mit der Flagge auch nicht, mit dem Klebeband auch nicht. Mal alles durchprobieren gerade. Die Scherben können wir nicht mit dem Klebeband umwickeln, das haben wir schon probiert tatsächlich. Oh, ich guck mal ganz kurz hier hinter meinem Kopf die Karte. Oh. So, wir sind bis jetzt nur im Wohnzimmer. Hier bist du. Aufgabe. Wir haben hier noch eine Aufgabe. Was können wir hier noch machen? Huh. Die Tür hat sich von alleine geschlossen. Vielleicht war der Schlag auf meinen Kopf härter, als ich dachte. Oh nein.
hoffentlich hat sich all mein Üben gelohnt. Wofür? Hat er hier eine Mona Lisa gemalt oder was ist das? Oder Rhythm of my Heart oder was ist das genau? All mein Üben. Können wir hier nicht mit dem Dietrich